herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war vor kurzem bei DM einkaufen. So eine riesen Tüte. Wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran. Viel Spaß! Ich teile die Produkte in verschiedene Kategorien auf. Einmal in Körper, Gesicht und Haare. Preise blende ich euch dann jeweils immer ein. Fangen wir an mit den Haaren. Da ich Locken habe, brauchen meine Haare viel Feuchtigkeit. Ich habe mir mein Shampoo nachgekauft. Und zwar ist das von Pantene Prove. Dieses Shampoo finde ich eigentlich ganz gut. Gibt meinen Haaren auch genug Feuchtigkeit, aber ich finde sie jetzt nicht viel besser als günstigere Shampoos für Locken aus der Drogerie. Aber ich finde den Geruch so gut. Das riecht nach ein bisschen nach Apfel. Und ja, so fruchtig halt. Auf jeden Fall, nachdem ihr eure Haare gewaschen habt, riechen die immer noch danach. Sogar zwei Tage später noch. Was war das? Dann machen wir weiter mit einer Feuchtigkeitsmaske. Weil ich ja wie gesagt Locken habe, brauchen meine Haare sehr viel Feuchtigkeit. Und einmal in der Woche sollte man eine Haarmaske machen. Das ist die Garnier Wahre Schätze nährende Tiefenpflegemaske. In der Richtung Olive. Ja. Die sieht so aus. Und macht die Haare auch ganz weich. Als nächstes habe ich einen Hitzeschutz von John Frieda. Das sieht so aus. Ich glätte meine Haare nicht so oft und föhne sie auch nicht so oft. Aber wenn ich sie föhne, dann benutze ich einen Hitzeschutz. Weil ich ja nicht will, dass meine Haare kaputt gehen. Als nächstes habe ich das Oil Repair Intensive Haaröl von Balea mitgenommen. Das sieht so aus. Normalerweise benutze ich immer das Wunderöl von Garnier. Das sieht so aus. Meins ist leer gegangen, das ist das von meiner Schwester. Ja, ich finde das sehr, sehr gut, dieses Öl. Wirklich, das trage ich. Also, weil ich ja Locken habe, habe ich auch so frissige Stellen, hier an den Spitzen vor allem. Und wenn ich das Öl drauf gebe, dann ja, behebt das eben dieses Frissige und riecht auch sehr gut. Nur ist es ein bisschen teurer, es kostet so 6 Euro. Das von Balea kostet ungefähr die Hälfte. Und da habe ich mir gedacht, wenn das genauso gut ist, brauche ich ja das von Garnier nicht mehr zu kaufen. Als nächstes habe ich mir ein Trockenshampoo mitgenommen von Batiste. Für dunkle Haare. Wenn man keine Zeit hat, sich die Haare zu waschen, sprüht man sich das drauf, reibt es so ein und dann sieht es so aus, als hättet ihr eure Haare frisch gewaschen. Oder wenn ihr ein bisschen Volumen wollt, dann gebt das auch in euren Ansätzen, reibt es so ein, dann habt ihr so Volumen, das Haar sieht einfach so frisch aus. Und ja, Batiste Trockenshampoo, wirklich sehr, sehr gut. Machen wir weiter mit der Kategorie Körper. Da habe ich mir meine Bodylotion nachgekauft. Das ist die hier. Die benutze ich schon seit Jahren. Diese Bodylotion. Es riecht nach Vanille, aber nicht so Fake-Vanille-mäßig. Wisst ihr, was ich meine? Ja, riecht auf jeden Fall sehr gut. Dann habe ich mir mein Deo nachgekauft und zwar das von da. Ja, ist halt ein Deo. Dann habe ich mir noch sowas wie ein Body Spray von Adidas gekauft und zwar in der blauen Verpackung. Es riecht so gut. Ich wünschte, es würde als Parfüm geben. Es riecht einfach frisch. Ja, wie soll ich das erklären? Das ist so schwer, Düfte zu beschreiben. Ja, einfach frisch. Der Geruch bleibt leider nicht so lange, aber das kann man sich ja öfter drauf sprühen. Ich meine, bei dem Preis kann man sich das ruhig auch oft nachkaufen. Ja, weil das so klein und so praktisch ist, kann man das ja auch in die Handtasche mitnehmen und ja, unterwegs auftragen. Dann habe ich hier noch eine Handcreme von EOS. Ich habe die gleiche von meiner Cousine zum Geburtstag geschenkt bekommen und ich fand die so gut, dass ich sie nachgekauft habe. Ist ein bisschen teurer und pflegt auch ehrlich gesagt nicht unbedingt viel besser als andere Handcreme, aber der Geruch ist so gut. Das riecht auch wieder frisch
und nach Gurke riecht das. Und ich liebe den Geruch von Gurke in kosmetischen Produkten. Ich weiß nicht, ob der Preis sich für die Pflege lohnt. Also es pflegt auf jeden Fall die Hand und zieht auch gut ein. Aber das machen andere Handcreme, die von Balea zum Beispiel auch ganz gut. Aber der Geruch wirklich, der ist so gut. Jetzt habe ich noch ein Teil, was nicht in den Kategorien passt, aber wollte ich euch auch zeigen. Und zwar eine Duftkerze. Die hier. Das ist die Profissimo Kerze von der DM Eigenmarke. Und in der Duftrichtung Honigkuchen. Ja. Und die Mindestbrenndauer ist 32 Stunden. Und zwar soll die ja nach Honigkuchen riechen. Ich finde, das riecht eher nach Karamell. Ich habe schon öfter Kerzen von dieser Marke gekauft, muss aber ehrlich sagen, dass ich die nicht so gut fand. Also wenn man am Glas daran gerochen hat, hat es ganz gut gerochen, aber wenn man sie dann angezündet hat, hat man nicht viel davon gerochen. Also wenn man jetzt die Kerze angemacht hat und in den Raum gekommen ist, hat der Raum nicht unbedingt danach gerochen. Das waren aber auch so leichte Sommerdüfte. Ja, ich probiere jetzt mal diese Kerze aus. Vielleicht ist es ja bei der anders, weil sie auch ein bisschen schwerer riecht. Mal schauen. So, jetzt machen wir mit der Kategorie dem Gesicht weiter. Da habe ich wieder zwei Masken mitgenommen. Und zwar einmal die von Garnier. Das habe ich ja in meiner Gesichtspflegeroutine benutzt und verlinke ich euch hier oben. Das ist die Garnier Skin Active Hautklar Anti-Pickel Thermomaske. Reinigt die Poren sofort und tiefend wirksam. Das ist eine Maske, die sich aufwärmt, indem man sie einmassiert. Das soll die Poren öffnen und die Wirkstoffe besser einlassen in die Haut. Ja, also ich benutze sie schon seit längerem und komme ganz gut damit zurecht. Ja, die kann man so in zwei Teilen und ein Teil, also hier steht jetzt für zwei Anwendungen. Ich kann pro Maske locker drei Anwendungen rausholen. Ja, also statt zwei Anwendungen habt ihr hier sechs Anwendungen. Sonst habe ich noch die Balea Aqua Touch Maske mitgenommen mit Algenextrakt. Soll feuchtigkeitsspendend wirken. So eine Maske. Also das ist ein Tuch, das voll getränkt ist mit eben einer Flüssigkeit, die Feuchtigkeit spendend wirken soll. Das Tuch legt ihr euch dann aufs Gesicht, lässt es dann 10 Minuten einwirken, nimmt das Tuch ab und massiert die Rückstände ins Gesicht. Ansonsten habe ich noch ganz normal Wattepads geholt. Die benutze ich, um mein Gesichtswasser aufzutragen. Ansonsten habe ich hier noch das Kompaktpuder von Manhattan geholt. Dieses Puder soll gegen Pickel wirken. Das habe ich angefangen zu benutzen, als ich 16 war und heute bin ich 25. Ich benutze seitdem immer dieses Puder über mein Make-up. Ich hab damals ein Puder gesucht, das auch gegen Pickel wirkt, weil ich damals so starke unreine Haut hatte und meine Haut durch Make-up und Puder nicht noch mehr schaden wollte. Ja, jetzt ist meine Haut besser geworden, aber ich benutze dieses Puder immer noch. Normalerweise benutze ich immer die Farbe Sand, aber da ich jetzt etwas dunkler geworden bin, habe ich mir dieses Puder in der Farbe 75 Beige gekauft. Ich mag dieses Puder, weil es das Gesicht wirklich so ebenmäßig und glatt macht und nicht so starke Rückstände hinterlässt auf der Haut, sage ich mal. Dann habe ich nach einem Make-up gesucht in der Drogerie, weil ich ja, wie gesagt, dunkler geworden bin und in ein paar Monaten sowieso wieder heller werde und ich jetzt kein High-End-Make-up kaufen wollte für die paar Monate und es danach eh nicht mehr benutzen würde. Ja, normalerweise benutze ich immer Make-ups aus dem High-End-Bereich, weil ich die einfach viel besser finde und die Farbauswahl ist dort auch wirklich besser. Dann habe ich dieses Make-up gefunden.
Das ist die HD Liquid Coverage Foundation von Catrice und soll 24 Stunden halten, ist mattierend und soll wie eine zweite Haut sein. Ich trage sie auch gerade. Die Farbe ist Sand Beige, die Nummer 30. Ich bin mir da mit der Farbe auch noch nicht ganz sicher, ob sie nicht vielleicht auch etwas zu hell ist. Aber das ja, muss ich noch rausfinden in einem anderen Licht. Der erste Eindruck ist wirklich sehr, sehr gut. Die Deckkraft ist super. Es hat sich jetzt bei dem ersten Auftrag nicht in die Falten abgesetzt. Es sah nicht so cakeig aus. Ja, also auf den ersten Eindruck hat mir diese Foundation gefallen. Ich muss sie aber allerdings noch öfter testen, um zu sagen, wie sie wirklich für meine Haut ist. Dann machen wir weiter mit einer Mascara. Und zwar die hier. Die Essence I Love Extreme Volume Mascara. Und zwar benutze ich normalerweise immer Mascara von L'Oreal, aber meine Schwägerin schwört auf diese Mascara. Sie benutzt sie wirklich schon so lange und bei ihr sieht es auch super aus. Ja, werde ich testen und dann schauen, ob das auch für meine Wimpern funktioniert. So, jetzt habe ich noch den Concealer von NYX. Der sieht so aus. Und zwar ist es der NYX HD Studio Photogenic Concealer in der Farbe CW01. Ich habe den noch nicht ausprobiert, aber beim Testen ist die Konsistenz und die Farbe eigentlich ganz gut. Ja. So sieht die Farbe aus. Ja. Genau, dazu kann ich erst was sagen, wenn ich sie, wie gesagt, getestet habe. Ja. Dann machen wir weiter mit Augenprodukten. Davon habe ich drei Stück. Und zwar einmal Glitzerpigment von P2. Das ist von einer LE in der Farbe 040. Sie erinnert mich irgendwie sehr stark an das Pigment von MAC. Und zwar war das, glaube ich, Blue Brown. Ich verstehe aber die Verpackung von diesem Produkt nicht. Unten ist es aus so einem harten Plastik und oben ist es weich. Ich würde es jetzt einfach so machen, dass ich das so auf meinen Handrücken klopfe und dann mit einem Pinsel aufnehmen würde und danach aufs Auge. Also so sieht die Farbe aus. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das ist so auch holographisch etwas. Also schimmert je nach Winkel in einer anderen Farbe. Etwas in Braun, in Blau auch leicht und weiße Glitzerpigmente sind da drin. Aber sehr, sehr schön auf jeden Fall. Wie gesagt, nur die Verpackung irritiert mich ein bisschen. Okay, das nächste Augenprodukt ist ein Glitzer. Und zwar sieht es so aus. Das ist das NYX Face and Body Glitter Brilliance in der Farbe 06 Crystal. Die Farbe ist so schön. Ich habe zwar schon einen Silberglitzer, aber nicht einen, der so aussieht. Der ist, glaube ich, auch holographisch ein bisschen. Ja, der schimmert auch je nach Winkel in einer etwas anderen Farbe. Sieht so ein bisschen Disco-Kugel-mäßig aus. Weiß nicht, ob ihr es erkennt, aber hier sieht es so aus. So. Also wenn ihr nur trockene Produkte auf dem Auge habt und das drauf tut, dann wird es wahrscheinlich nicht haften. Das haftet jetzt hier in meiner Haut auch nicht. Das ist jetzt überall aufs Bett verteilt. Ja, aber wenn ihr den Pinsel ansprüht, zum Beispiel mit Fixed Plus von MAC oder ganz leicht Vaseline aufs Auge gibt und danach das Glitzer, dann sollte es eigentlich ganz gut halten. Ja. Dann habe ich mir noch einen farbigen Eyeliner mitgenommen von Essence. Der sieht so aus. Ich glaube, das ist auch von einer LE und zwar ist es die Essence Made to Sparkle Rose Gold Liquid Eyeliner. Wenn man den aufdreht, hat er eine ganz, ganz dünne Spitze. Ja, da kann man auch hier im Augeninnenwinkel sehr präzise den auftragen oder nur hinten. Ja, muss man halt schauen. Die Farbe sieht so aus.
Weil der Pinsel halt so dünn ist, kann man das sehr schön präzise auftragen am Auge. So, also das aus. Ja. Genau. Dann habe ich mir noch einen Liquid Lipstick mitgenommen. Und zwar den hier. Das ist der NYX Lingerie Liquid Lipstick in der Farbe 05. Das ist so ein dunkelbrauner Lippenstift. So sieht er auf der Haut aus. Also ich finde den sehr schön für den Winter. Ich habe schon ein paar von den NYX Lingerie Lippenstiften und fand die eigentlich immer ganz gut. Der Auftrag ist einfach, die ist sehr weich und schmiert auch nicht. Und die trocknen matt an. Das Gute bei denen ist, erstens, sie halten sehr lange. Zweitens, wie gesagt, der Auftrag ist einfach und trocknet die Lippen nicht so aus. Ja. Jetzt habe ich noch drei Lip Liner, das sind auch die letzten Produkte. Und zwar einmal den von Manhattan. Den Manhattan Extreme Last Lip Liner. Wie der Name schon verrät, soll der halt eben lange auf den Lippen bleiben. Der sieht so aus. Das ist ein sehr, sehr schönes Rot. Es ist meiner Meinung nach schwer, einen Lippenstift oder auch Lip Liner zu finden, der wirklich rot ist und nicht so viele Blauanteile hat und auch nicht orange-mäßig ist, sondern einfach rot. Ich weiß nicht, wie die Farbe in der Kamera rauskommen wird, aber so sieht das aus. Also ein wirklich sehr, sehr schönes Rot. Wenn ihr könnt auch nur den Lip Liner auftragen, ohne einen Lippenstift. Das würde auch sehr, sehr schön aussehen. Und dann noch so einen schwarzen Eyeliner und sonst das Make-up sehr dezent gehalten, wäre das, glaube ich, sehr, sehr schön. So ein klassisches Make-up eben. Ja, das war's dazu. Dann habe ich noch zwei Lip Liner von Trend It Up mitgenommen. Und zwar die Contour and Glide Lip Liner. Ich sehe das erst jetzt, aber die haben hinten noch einen Spitzer. Cool. Ja, so sehen die aus. Genau. Einmal in der Farbe 420. Das ist eine sehr schöne Alltagsfarbe. Hier, so sieht die Farbe aus. Also es ist so ein Newton auf jeden Fall, der so ein bisschen ins Altrosane geht. Wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall sehr schön. Trage ich immer so auf, indem ich diesen Lip Liner, also ich habe den schon nachgekauft, weil ich den so gut finde. Ich trage auch die gesamten Lippen auf und dann drüber eine leicht gefärbte Lippenpflege. Zum Beispiel die von Maybelline, die Baby Lips. Ich einfach das hier drauf und das drüber und dann ist es perfekt für den Alltag. Dann habe ich noch diesen Lip Liner in der Farbe 410. Hier ist auch eine sehr, sehr schöne Farbe und den würde ich, glaube ich, auch ohne Lippenstift einfach so auftragen, weil die Farbe so an sich schon sehr schön ist. So, das war's mit dem Haul. Wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!